Wie war es, als ihr euch das erste Mal geküsst habt? Das war super. Janis hatte ja diese zwei kurzen Sequenzen, Phrasen, Wörter in dem Lied und ich musste halt einfach betrunken singen. Also es war halt nicht so schwer. Wo er schön Wolwig kippt. Wolwig. Ja, eingefärbtes Wolwig. Man denkt immer, nee, die Schauspieler, die dürfen vielleicht auch was trinken. Nix gab's. Farbiges Wasser mit Apfelgeschmack. Naja. Also, nee, es ist crazy. Wir haben so Trockenkreide oder irgendwie sowas. Was ist das denn? Ja, ich glaube, das trifft es sehr genau. Oh, kenn ich nicht. Cool. War echt cool, ja. Aber ich meine, es trifft ja genau die Zielgruppe. Also. Also, dann, ja, so in etwa heute. Hängen wir noch ein Wodka holen jetzt? Ich meine, kann dieser Typ nicht einfache, klare Sätze formulieren? Na, wenn Janis nur eine Sache von heute mitnehmen könnte in die Vergangenheit, welche wäre das? Okay. Oh, wow. Yeah. Nein, ich weiß nicht, mir gefällt er mit langen und kurzen Haaren sehr, sehr gut. Oh. Und Janis hat uns überzeugt, wir denken drüber nach, ob wir vielleicht eventuell mit kurzen Haaren, wenn es weitergeht, wäre. Vielleicht. Oder würde sie jemand vermissen? Nee. Wie fandet ihr die Kuss-Szene? Schön. Ja, ich auch. Ich auch. Wenn Maria ein Tier wäre, welches wäre sie? Oh nee, lieber nicht. Ich bin doch nicht Gwendolyn. Warum wäre sie ein Rahmen? Na, ich habe jetzt schon, mir fällt das dann manchmal schwer, die Maria von der Gwendolyn zu unterscheiden. Also da war ich jetzt so dabei. Okay. Aber ja, war auf jeden Fall, es ist ja ganz viel Verrücktes dabei. Also es sind ja so viele crazy Szenen. Das kann ich nicht sagen. Wie ist das, ein Gesicht hier und da einfach immer mal wieder irgendwo zu sehen, auf einem Plakat, einer Leinwand oder sonst irgendwas? Kann man sich da irgendwie überhaupt dran gewöhnen? Ja, es ist schon ein bisschen komisch so. Also ich finde es immer witzig, wenn Freunde dir dann auf WhatsApp irgendwie Fotos schicken, wo sie so vor dem Plakat stehen und sich total freuen und so. Das finde ich schon witzig. Aber wenn ich halt so durch die Stadt laufe und mich so sehe, wie ich an der Litfaßsäule klebe, dann gehe ich mal ein bisschen schneller, ehrlich gesagt. Nein, das bin ich nicht. Nein, ich freue mich da schon echt drüber. Stell dich immer davor. Ja, it's me. Hey. Leute. Ganz wirklich. Doch, Janis. Ja, sorry. Im Kino. Wirkst du mal nicht im Kino. Ihr habt ihr euch auf die Rollen vorbereitet? Habt ihr nur die Bücher gelesen oder auch mit der Autorin gesprochen? Mit der Autorin haben wir gar nicht. Wer sind ihr? Ja. Die Autorin. Achso, ich wollte helfen. Entschuldigung. Die Autorin, nein. Also mit ihr haben wir gar nicht gesprochen vorher, also zumindest Janis und ich nicht. Ich habe die Bücher aber vorher gelesen gehabt, da wusste ich noch gar nicht, dass ein Film gemacht wird, war dann auch ganz glücklich, als ich dann gehört habe, dass ich mitspielen darf. Und ansonsten habe ich ein bisschen Tanztraining gehabt, aber nur so was das Fallen und irgendwo Gegenrennen anbelangt. Lach doch nicht so. Das Fallen. Eine weitere Frage: Bin ich ein Kotzbrocken? Und sie sagt dann nichts. Ihr habt die Antwort. Nein, ja, das passt überhaupt nicht zu Gideon eigentlich. Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr den besetzt habt, um ehrlich zu sein. War jetzt auch nicht so gut. Nein, Janis ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Und ja, ihr könnt ihn ja gleich nochmal ein bisschen. Janis, hast du eigentlich eine Freundin?
auch bisher mein unangenehmstes Sterben. Katharina, warum haben wir uns eigentlich gegen so ein Schlammdubel entschieden? Warum musste Jannis... Weil ihr Jannis Gesicht zeigen wolltet ab und zu mal. Das haben wir ihm gesagt. Das habt ihr mir gesagt. Ich glaube, es kann keiner so überzeugend sterben wie Jannis. Richtiger Schwan. Jannis hat Geschmacksknospen wie ein Fünfjähriger. Wirklich, ja. Das ist echt so Ketchup über alles. Salz, mega viel. Ich habe ihn ja über die 5 Jahre, die wir gedreht haben, so gut kennengelernt. Kannst du nicht vor der Kamera erzählen? Und was noch dazu kommt, sind diese Fischstäbchen. Unglaublich. Ja, ich bin stolz drauf. Also, der